Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Ja, in der letzten Folge haben wir Jackson gerettet vor dem bösen Buben und haben auch noch ein paar Komponenten zur Herstellung von... Ah, jetzt habe ich schon wieder Escape gedrückt. Warte mal, wo haben wir denn unsere... Hier, das Kontrollzentrum sollen wir hacken. Das ist das hier, denke ich mal. Ja, genau. Das sollen wir noch hacken. Und dann können wir erst mit der Mission anfangen. Wird anscheinend interessant. Sozusagen das Finale von Akt 1, wenn wir noch in Akt 1 sind, aber ich glaube schon. Und dann geht's los mit Akt 2. Dann geht's erst richtig los, meine Freunde. So, fahren wir mal hier wie so eine alte Wildsau. Also quasi wie immer. Wards nicht verbunden. Das werden wir gleich ändern. Das mache ich auch mal in GTA. Ich weiß nicht. Ist mir auch schon öfters aufgefallen, dass ich das Spiel oft mit GTA vergleiche. Aber es ergibt auch Sinn. In GTA bereite ich mich auch mal super vor auf eine Mission. Immer sehen, dass die Schutzweste voll ist. Dann immer sehen, dass ich Munition habe. Hier machen wir das jetzt mal genauso. Oh. So, ich vergesse es immer. So, hier muss man doch irgendwo noch eine Waffe mit Schalter. Da. So, die ersten. Das ist schon mal erschreckt. Ja, da liegen zwei Leichen rum. Würde mir auch ein bisschen komisch vorkommen. Los, such den. Such dort entlang. Ja, das. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. So, von mir. Das war nochmal knapper als eigentlich. Ich hab hier nichts. Ich geh nach da drüben. Gedacht. Ja, machen wir da Tor hier mal wieder zu. Boah, das sind ja richtig viele Leute. Mal gucken. Vielleicht können wir von da oben noch ein paar erschießen. Ja, wo ist der denn nur? Boah, sind das viele Leute. Na klar, ist das so ein Kontrollzentrum für die ganze Stadt. Hier ist nichts. Ich suche anders weiter. Alles sauber. Ich gehe da lang. Oh Gott. Hilfe, wir haben Verletzte. Liegt da einer mit so einem aufgeplatzten Kopf. Wir haben Verletzte. Scheiße. Geht ja ganz einfach. So, du bist ein alter Schreihals. So, der hat hier einen Zugangscode. So, einen haben wir hier noch. Zu wem sagt ihr das eigentlich? Ist doch kein Schwein mehr da. So. Ich gucke aber zur Sicherheit nochmal nach. Alter, jetzt steht da nicht mit deiner Bumsbirne rum. Schwachstelle erkannt. Das Tor öffnen wir mal. Ah. Ja, da hätten wir nochmal einen Alarm auslösen können. Ich mache das Tor hier auch mal auf, falls wir hier gleich schnell fliehen müssen, was ich eher nicht glaube. Aber zur Sicherheit mache ich das auch mal offen. So, oh, hier hätten wir noch so viele Sachen machen können. Aber egal, so ging es auch ganz einfach. Dann gehen wir hier mal rüber und hacken uns hier mal ins Kontrollzentrum. Ja, war klar.
So, warum muss das denn so groß sein? Kann das nicht ein bisschen klein aufgelöst sein? Hier haben wir... Ne, wo ist denn die Quelle? Hier unten. Okay, das hier muss... Lol. Ich muss erstmal klarkommen. Von beiden Seiten hier gesteuert werden. Das heißt... Ich mach den so. Dann haben wir den ja schon mal offen. Dann... Ist das so? Den mache ich so. Lol. Achso, warte. Warte. So. Und wie machen wir das? Ah, hier haben wir auch keine Zeitvorgabe. Das ist schon mal gut. Dass der hier Strom bekommt. Dreh ich den mal. Ja, so ist er am schlechtesten. So. Und so. Zack. Da sind wir drin. Oh. Faszinierend. Interessant, dieser Serverraum. Hackbarer Zugangspunkt. Ja, den haben wir da hinten. Mehr können wir hier. Ah, gut. Können wir uns schon wieder in irgendeine Wohnung reinhacken? Perversion. Okay. Also los, Wahnsinn. Er ist, glaube ich, das gleiche, was wir schon einmal gesehen haben. Irgend so ein Typ, der irgendwo Chips frisst. Haben wir aufgehört zu sprechen. Bezirkszugang freigeschaltet. Ah, schon wieder ein Skillpunkt. Oh, schön. Können wir hier mit auffahren? Das wäre cool. Ja, in ein CTOS-Mobil. Das wäre so, als wenn Anonymous mit einem Facebook-Fahrzeug rumfahren würde. Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar. Anonymous kann man schon vergleichen mit DedSec, aber bei CTOS, der ist eigentlich eher ein Provider, ne? Okay, ich markiere mir hier mal das Ziel, bevor ich hier wieder total kopflos durch die Gegend fahre, aber... Wäre hier schon mal ganz richtig gewesen. So. So. Ich komme da mal um einen Strohkasten. Boah, zu versaut. Ich komme da mal um in einem Stromkasten zu schauen. Meine Fresse. Ich bin hier nicht irgendwie auf der Zunge gebissen oder so. Ich weiß nicht, was los ist. Warum liegt denn da so viel Strom? Ja, warum hast du eine Maske auf? Ja, dann blas mir doch bitte ein. Ich weiß, das war jetzt nicht zitiert, aber das wäre sicherlich eben ganz cool gekommen. Wegen hier, weißt du Bescheid, ne? CTOS, Stromkasten, passt so fast, ne? Ach, egal. Warum liegt da Strom rum? Stroh rum. Fresse. Warte, hab ich's aber echt. Wurde jemand verletzt? So eine ganz kleine Schramme am Auto. Ist jemand verletzt? Naja, ich finde es ja sehr sympathisch, dass die Bürger von Chicago so ein Mitgefühl haben. Oh, da hinten stehen die Bullen. Die anscheinend momentan gerade in einem Einsatz sind. Natürlich sich nichts mit uns zu tun gehabt. Remote Profiling aktiviert. Da ist jetzt aber jetzt nichts hier mehr zu tun. Gangversteck. Ich frage mich, was das für Gangs sind. Ob das wohl so Nerds sind, die irgendwo in ihrem Keller rumhocken. So, total gar nicht hier klischeehaft und so. Nein, das werden wohl richtige Gangs sein. Haben wir ja bis jetzt noch nicht ausprobiert. Müssen wir auch irgendwann mal machen. Aber wie gesagt, erstmal will ich ein wenig in der... Mission weiter vorankommen. Fuck! Das war eine gar nicht ganz so schlaue Idee. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Okay. Sie betreten ein Sperrgebiet. Wo steht denn der?
Ich will mich mal am liebsten erstmal eine Kamera irgendwo reinhacken. Gibt's doch bestimmt irgendwo eine. Da waren ein paar Tore eben, dass ich reingehen kann. Aber hier muss da irgendwo eine Kamera sein. Ich glaube, mit so einem CTOS-Mobil, da sind wir eben gar nicht aufgefallen. Aber ja, mit Kamera. Schön. Da ist einer hier unten. Läuft hier auch irgendwo einer rum? Plattform. Und die drehen? Yeah. Wer weiß, wofür wir das gebrauchen könnten. So, zunächst. So viel ist hier gar nicht los. Okay. Da hinten läuft einer rum. Der ist ein bisschen zu weit weg. Haben wir hier irgendwo noch eine Kamera? Hier muss irgendwo noch eine sein. Plattform. Da. Das können wir springen lassen. Da oben ist nochmal eine Kamera. Kommen wir etwas näher ans Geschehen ran. Okay, der ist es schon mal nicht. Sprengmöglichkeit entdeckt. Nimmt Medikamente gegen Angstzustände. Yes, der ist nicht klar gekommen. Wer ist hier? Achtung! Sucht alles ab! Der dunkle Ritter ist hier. Oder so. In der Art. Okay, den Typ mit dem Zugangscode habe ich noch nicht gesehen. Den nächsten, den wir sprengen können, aber der schmeißt es bestimmt schnell genug weg. Oder? Nein, der kommt nicht klar. Ach, schade. Er wirft zum anderen hin. Wie geil. Da haben wir schon den Zugangscode. Auch gut. Was für ein Scheiß-Assi. Hey, hier laufen tatsächlich nur zwei Leute rum. Ah, da unten. Ah, hier sind noch mehrere. Okay. Da sind auch noch welche. Kann Verstärkung rufen. Das heißt, den müssen wir ganz besonders... Ah, ist auch noch einer. Ich frage mich, warum die nicht alle Verstärkung rufen können. Scharfschütze gibt es sogar auch. Oder ist das nur so eine Legende da unten? Such deine Spur los. Ja, die sind schon alaminiert. Das ist der Scharfschütze, ne? Ja, genau. Können wir mit dem irgendwas machen? Nee. So, mal gucken, ob wir den einen kriegen können mit unserer Sniper-Rifle. Yes! Boah, das gibt sogar 40 Punkte. Wie geil. So, der ist gerade in Deckung. Zwei Leute noch. Der Sniper ist alarmiert. War er eben schon. Aber jetzt ganz besonders. Oh Wunder, er guckt sogar ein bisschen in unsere Richtung. Aber gesehen hat er uns auch nicht. Da hinten. Er kann uns nicht sehen. Na, wir ihn auch nicht. Also, theoretisch können wir ihn nicht sehen. Ich will hier jetzt aber gerade auch nicht so ganz besonders aus der Deckung rausgehen. Hier unten muss noch irgendwo einer stehen. Theoretisch da irgendwo so. Wir können ja mal hier irgendwo durch ein Tor durchgehen. Oder ich gehe mich noch einmal kurz in die Kamera rein. Da ist auch noch einer. Das Tor machen wir schon mal offen hier, dann können wir hier gleich rein. Auch wo der andere Typ sich gerade befindet, weiß ich jetzt nicht, aber das kriegen wir schon hin. Scheint uns ja auch nicht zu bemerken. Dann
denke ich mal, ist das kein großes Problem. Aber hier gehe ich jetzt zu nochmal Entdeckung. So, das machen wir jetzt mal so richtig Hitman-like. Ach, das sind Passanten. Guck mal, die sehen das sofort. Mann, was müssen hier für Blindschleichen arbeiten beim CTOS? Der steht hier oben irgendwo. Ist ganz ruhig. Sprechender Elch. Das dürfte ein Easter Egg sein. Das gucken wir uns gleich mal an. Augen offen halten. Sauber, vielleicht. Warte. Du bist nicht fett. Schnapp dir zwei Stühle und setz dich zu. Was ist das denn? Das ist hundertprozentig irgendwo eine Anspielung drauf, aber sorry, ich weiß nicht worauf. Mann, diese Vergrößerungspillen scheinen zu funktionieren. Du wirst ein immer größeres. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die. War es eine Jägermeister-Werbung? Ist schon ewig her. Da gab es auch mal irgendwie so sprechende Elche oder so. Das weiß ich wohl noch. Aber das wird es wohl nicht in ein amerikanisches Spiel reingeschafft haben. Okay. Damit haben wir den letzten Gegner erledigt. Oh, scheiße. Das tat weh. Da haben uns die Hacken verstaucht. Aber geht schon noch. So, jetzt bin ich aber auch gerade mal ganz heiß da drauf. Eigentlich mache ich ja nur 15-minütige Folgen, aber ich will hier jetzt auch extra mal überziehen. Bin immer echt gespannt, was hier so passiert. Sauber. Komm, mittlerweile bin ich doch hier schon Pro, ne? So wie ich mich auch jedes Mal vertue und die linke Maustaste drücke. Okay, der muss aus zwei Seiten bekommen. Den müssen wir so umdrehen. Den müssen wir so umdrehen. Zack, da haben wir uns reingehackt, war jetzt nicht so kompliziert. Schwachstelle erkannt. Fernzugriff aktiviert. Da haben wir nochmal eine Kamera. Da haben wir es. Oh yeah. Bezirkszugang freigeschaltet. Okay, bin drin. Jetzt Racine. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Und genau das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.